Nein, Sascha, die Gerüchte stimmen nicht. Nein, ich werde nicht operiert, weil die Ärzte gucken wollen, ob ich ein Gehirn habe. Das stimmt nicht. Wer erzählt sowas? Melanie? Melanie ist doof, der sowieso Spliss in den Haaren, ey. Du, Sascha, ich muss auflegen, da kommt gerade ein Mann in mein Zimmer und der wird mich jetzt untersuchen, ey. Ja, wenn du jetzt hier wärst, ne, da könnte ich auch so... Hallo? Schönen guten Morgen, Sandra. Ich bin Dr. Sebastian, das wird eh nix und Moin. Ich werde dich gleich operieren. Also um ehrlich zu sein, mir geht's schon viel, viel besser. Sie müssen mich gar nicht operieren, Herr Doktor, das wird doch eh nix. Das wird eh nix, so wird mein Name ausgesprochen. Ist ja auch egal, danke, dass ich hier sein durfte. Das Essen war lecker, das Bett gemütlich, aber nur wie nach Hause. Stopp. Du musst keine Angst haben, das wird schon. Sie machen solche Operationen jeden Tag, ne? Ist Routine, oder? Naja, also... Um ganz ehrlich zu sein, wir machen so eine Operation zum allerersten Mal heute. Aber was ist denn daran so schwer, einen Blinddarm zu entfernen, ey? Der ist blind, der kann nicht mal weglaufen. Sandra, ich denke, es ist jetzt auch an der Zeit, dir die Wahrheit zu sagen. Ich bin Junge. Ich wusste es. Da war immer dieses Verlangen nach Bier und Fußball, ey. Und ich dachte... Nein, Sandra, du bist ein Mädchen. Das haben wir auf den Röntgenaufnahmen auch gesehen. Aber eine Sache hat wirklich... anscheinend gefehlt. Meine Klamotten? Nee, das ist ganz normal, Sandra. Wir haben leider gar kein Gehirn auf den Röntgenaufnahmen gesehen. Wie bitte? Und wir haben die Röntgenaufnahmen dreimal wiederholt, weil wir dachten, das wäre ein Fehler oder so, aber wir haben wirklich, das ist keine Ahnung. Warte. Wie? Wir haben mich nackt gesehen. Was? Nein, wir haben nur deine Knochen gesehen. Verstehst du, was ich dir damit sagen möchte? Sascha, also, hier ist Sandra. Ich habe soeben meine Jungfräulichkeit verloren. Du bist also nicht der Erste, der meine Flamme zum Lodern bringen kann. Und die Flamme war heiß, Sascha. Heiß. So, hallo? Ihr habt echt eine scheiß Verbindung hier im Krankenhaus, ey. Also Sandra, die OP wird folgendermaßen ablaufen. Wir werden dir gleich die Schädeldecke aufschneiden, um zu gucken, ob du ein Gehirn hast. Wenn ihr da gerade am Schneiden seid nachher, könnt ihr versuchen, das kleine Stück Hackfleisch aus meinem hinteren Zahn rauszukriegen? Das klemmt schon seit einer Woche fest, ey. Sandra, ist dir eigentlich auch nur ansatzweise klar, was für eine komplizierte OP das gleich werden wird? Ja. Sicher? Mm-mm. Ah, der Narkosearzt ist da. Herr Doktor, das wird doch eh nix. Dr. Träumschön. Sandra. Moin. Herr Doktor, das wird doch eh nix. Dr. Träumschön. Herr Doktor, das wird doch eh nix. Moin. Sandra. Moin. Ich habe gestern hart aufgewichst. Dr. Träumschön. Herr Doktor, das wird doch eh nix. Denke ich nämlich auch. Gut, Sandra. Herr Dr. Träumschön wird dich jetzt in Narkose versetzen. Hast du an mich noch irgendwelche Fragen? Ja, eine ganz, ganz wichtige. Sehr gut, das hätte mich auch gewundert. Was möchtest du wissen? Wie lautet das WLAN-Passwort? Wir haben kein WLAN. Schlaf gut, Sandra. Oder Kabel, WLAN-Kabel, hab den WLAN-Kabel! Hallo Sandra, ich bin der Narkosearzt. Ich werde dich jetzt über die Narkose aufklären. Wurde bei dir schon mal eine Narkose durchgeführt? Ich wollte mal mit Sascha eine machen, aber das war ihm zu pervers. Weißt du überhaupt, was eine Narkose ist? Ja, das mit den Bienchen und mit den Blümchen und dann kommt der Storch. Okay. Ich werde dir gleich eine Maske aufsetzen und dann schläfst du so tief und fest, dass du nichts mehr von der OP mitbekommst, ja? Meine Krankenkasse zahlt 17.000 Euro für den Scheiß und ich krieg nicht mal was davon mit, oder was? Glaub mir, es ist besser, wenn du nichts mitbekommst. Also, das ist ja noch komplizierter als mein Eisprungkalender. Ganz ehrlich, machen Sie, was Sie wollen. Gut, Sandra, haben wir hier die Maske? Bitte einmal schön in dein Gesicht halten. Gut, Sandra, und jetzt bitte einmal ganz langsam von 10 rückwärts zählen. Kann ich nicht. Okay, dann zähl jetzt einfach von 0 bis 10. In meinem Zeugnis steht, Sandra beherrscht den Zahlenraum von 0 bis 10 noch nicht ganz sicher. Eigentlich müsstest du jetzt auch schon schlafen. Ich habe irgendwas falsch gedreht hier, oder? Tu ich aber nicht. Ich bin hellwach, ich muss nicht repariert werden. Ich verstehe nicht, warum die Narkose nicht wirkt. Vielleicht bin ich ja narkoseintolerant. Ach, der falsche Hahn war auf... Sorry, so jetzt müsstest du was spüren. Jetzt merke ich... Oh ja, jetzt mehr alter Schwede. Jo, liebe Leute, vielen Dank, dass ihr zugeguckt habt. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Das könnt ihr unten in der Videobeschreibung machen. Ansonsten sehen wir uns nächsten Samstag-Video. Video, ich sag's immer wieder, ne? Ja. Nächsten Samstag kommt ein Video, jedes Mal um 14 Uhr. Und wenn ihr Glück habt, auch auf Mittwoch, wenn ich Lust habe. Bis dann, alles Gute und ich lege mich jetzt wieder schlafen. Tschüss! Moin!